Das, was hier so aussieht wie ein Spieleredakteur auf dem täglichen Weg zur Arbeit, ist Armored Core 2 Another Age. Hallo und willkommen beim GamePro Testcheck. Armored Core 2 Another Age ist ein Mech-Spiel für die PS2, Teil einer mittlerweile auf 3 Teile angewachsenen Serie für die PlayStation 2. Der dritte Teil, den gibt's jetzt in Japan. Gab's auf der Tokyo Game Show zu sehen. Für die PS2 gibt's Freakstyle ja schon was länger. Hier im Bild seht ihr jetzt die GameCube-Version des Spiels, die wir in dieser Ausgabe testen. Freakstyle ist Teil der sogenannten EA Sports Big-Reihe, aus der auch SSX zum Beispiel stammen, Rumble Racing oder auch das Shox, was wir in der letzten Ausgabe getestet haben. Mag ich sehr gerne die Reihe, hat eigentlich noch nie so ein richtig schlechtes Spiel rausgebracht. Und Freakstyle steht dem auch in nichts nach. Obwohl ich ganz persönlich immer noch SSX Tricky favorisiere, aber es gibt Leute, die sehen das auch ganz anders. Kann man nicht viel mit falsch machen. That's some sorry riding, dude. Ende der ersten Runde. Herr der Ringe, die Gefährten von Vivendi. Ist ein Action-Adventure, sehr Dialog- und sehr rätsellastig. Wir haben die Dialoge hier jetzt mal ein bisschen abgebrochen, damit wir euch auch noch was zeigen können, sonst schlaft ihr schon ein, bevor es losgeht. Ein typisches Rätsel, wir sollen den Döngel, der da in der Glocke, in die Glocke gehört, wieder beschaffen, die Glocke läuten, damit wir Lobelia Sackheim-Beutlin dazu bringen, das Haus zu kaufen, unser Haus, bevor es auf die große Reise geht. Wir zeigen euch das jetzt hier mal in aller Ausführlichkeit auch, um ein bisschen zu demonstrieren, wie so das Spieltempo ist bei Herr der Ringe, die Gefährten. Das ist nämlich das größte Problem. Es ist ja grafisch sehr hübsch anzuschauen und es hat sicherlich auch Charme und Atmosphäre. Hat allerdings zum Beispiel ellenlange Ladezeiten. Es lädt halt wahnsinnig oft, was uns ein bisschen wundert, denn das hier ist die Xbox-Version und die Xbox hat immerhin eine Festplatte. Anscheinend haben das die Entwickler nicht ganz rausgefunden. Das Spiel lädt zumindest ultra lang. Hier haben wir zumindest jetzt diesen Glockendengel eingesammelt. Und nochmal, Ladebildschirm. Wie gesagt, es ist Xbox. PS2-Version habe ich noch nicht gespielt. Will ich vielleicht auch gar nicht. Wer weiß, wie da die Ladezeiten sind. Und jetzt rennen wir zurück zur Glocke und läuten die Glocke. Wie gesagt, hat sicherlich seinen Charme, ist aber wahnsinnig zäh. Lässt sich so viel Zeit wie ein Hobbit bei der Nachmittagspfeife. Jedi Knight 2 Jedi Outcast war auf dem PC recht erfolgreich und wird jetzt für Xbox und GameCube umgesetzt. Wir hatten da ein kleines Versionshickhack. An anderer Stelle auf dieser DVD findet ihr eine ausführliche Preview zur GameCube-Fassung, die aber eben halt noch nicht fertig ist. Dann hat uns doch noch die Xbox-Testversion erreicht, die wir auch im Heft testen, aber wir konnten leider keinen ausführlichen Testbericht mehr auf DVD machen, wollten aber, damit ihr die Versionsunterschiede selber begutachten könnt, auf jeden Fall noch ein paar bewegte Bilder im Testcheck haben. Das hat zum Glück noch geklappt. Also hier die Xbox-Testversion von Jedi Knight 2. Legaia Dual Saga ist die Fortsetzung des PS1-Rollenspiels Legend of Legaia. Was damals ganz nett war, war damals auch schon voll in 3D und das Kampfsystem haben sie für den zweiten Teil, das kann ich schon mal sagen, zumindest übernommen. Ich habe nämlich den ersten Teil gespielt. Ihr macht Beat'em-up-mäßige Kombos und könnt damit Spezialattacken auslösen, wie gerade diesen Sandstorm. Ich bin hier mal mit Kais Spielstand einfach irgendwo eingestiegen in das Spiel und krieg gerade von diesem Typen mächtig auf die Hose. Hab den Kampf auch verloren, was ich aber geschickt rausgeschnitten habe. Hier seht ihr nochmal, wie ich dann nach verlorenem Kampf einen anderen Spielstand lade und einfach mal so ein bisschen durch das Dorf zockele. Nicht spektakulär, die Optik ist eher was für Fans, aber ein solides Rollenspiel. Was ich mag an Legaia ist, dass das Tempo etwas höher und besser ist als bei manchen allzu zähen Rollenspielen. Aber es ist und bleibt ein richtiges, straightes Rollenspiel. Die hässliche Fratze in dem Boot ganz links, das bin ich. Und das Spiel ist Micro Machines Explosion für die PS2, kommt aber auch für andere Systeme. Mit kleinen, ferngesteuerten Booten und Autos heizt ihr über
fantasievolle Kurse, die Steuerung ist extrem gewöhnungsbedürftig, das Spiel verzeiht wenig Fahrfehler und der Computer fährt euch ziemlich schnell davon. Mit mehreren menschlichen Spielern, die alle gleich schlecht sind, ist es bestimmt ganz witzig. Ist aber dafür, dass es eindeutig irgendwie eher auf Gelegenheitsspieler zielt, meiner Meinung nach ein bisschen zu einsteigerunfreundlich. Aber na gut. Morrowind für Xbox? Unser Problemkind. Benedikt berichtet euch in der aktuellen Ausgabe über unsere Schwierigkeiten mit der Testversion. Im Testcheck kurz zeigen können wir es aber trotzdem. Ruckelt ein bisschen, ist aber trotzdem einfach nur wunderschön anzusehen. Ganz großartiges Spiel. Ich hab's in der Preview-Fassung für die Xbox mal so 15 Stunden selber gespielt und auch auf dem PC ein kleines bisschen. Und kann euch einfach nur sagen, als Xbox-Besitzer und wenn man einigermaßen Rollenspiele mag, kommt man an Morrowind nicht vorbei. Einen ausführlichen Testbericht auf DVD zu Morrowind, den reichen wir natürlich nächste Ausgabe nach, deshalb will ich mich damit auch gar nicht so wahnsinnig lange hier aufhalten. Aus der Abteilung Spiele für Schnarchnasen Myst 3. Starre Hintergründe, schnarchige Ladezeiten, zähes Gameplay, man braucht 3 Zwischenschritte und 3-mal nachladen, um nur auf diese Tür nachher zuzugehen. Myst ist was für Leute, die sonst keine Videospiele spielen. Ich glaube, echte Zocker können dieses Spiel einfach nicht verstehen. Und dabei will ich es dann auch belassen, jetzt hier im Testcheck. Red Faction 2 für PS2. Ich bin hier hingeschickt worden und soll viel kaputt machen. Dafür bin ich natürlich auch genau der richtige Mann. Nämlich diese Geschütztürme müssen dran glauben, damit unser Nachschub reinkommen kann, um die Eingangstür zu zerstören. Na, lauf doch nicht weg. So, mit dem Granatwerfer hier ein bisschen rumgeschrotet. Den Turm noch. Eine Hintergrundinformation zu Red Faction 2. Red Faction ist der Ego-Shooter mit der sogenannten Geomod Engine. Das bedeutet, ihr könnt mit dem entsprechenden Geschütz die Umgebungen einreißen, einschießen, also Löcher in die Wände oder wie hier halt Türme umschroten. Der erste war schon ganz gut. Der zweite sieht spontan beim kurzen Anspielen genauso aus. Solide, guter Ego-Shooter bestimmt. Jetzt habe ich alle Türme in der Zwischenzeit niedergemäht und jetzt kommt mein Freund und Helfer und ballert diese Tür nieder, sodass ich jetzt reingehen kann, um noch ein bisschen mehr Zerstörung anzurichten. Leider lädt es zwischendurch unangenehm. Und da ich so ein schlechter Zieler bin, nehme ich gleich doch lieber nur die Granaten. Mit denen kann man wenigstens keinen verfehlen. Der Schatzplanet PS2, ein Filmspiel direkt aus Disneys Jump'n'Run Klonfabrik. Kommt mir auf den ersten Blick sehr uninspiriert vor, deshalb halt Klonfabrik, typisches Disney-Filmspiel. Es gibt keinen Grund, das besitzen zu müssen, wenn man mich fragt. Wer Disney-Fan ist, sollte sich gerade in diesem Monat doch, glaube ich, viel lieber mal Kingdom Hearts anschauen. Und jetzt schalten wir live in eine Partie zwischen André Horn und Henry Ernst. André Horn mit der roten 1, Henry Ernst mit der gelben 2. Und, der Ball geht zu Henry Ernst und, genau so muss man seinen Mitredakteuren umgehen. Und Tor! Soccer Slam, Gamecube, Riesenspaß, Multiplayer-Hit, überhaupt keine Frage, macht einen Heidenspaß. Müssen allerdings eine ganz klare Warnung aussprechen, weil jetzt im Anschluss seht ihr nämlich mal die PlayStation 2-Version. Tja, was soll ich dazu sagen? Traurig, traurig. Sie haben es tatsächlich geschafft. Nicht nur, dass es grafisch mies ist, sie haben auch noch irgendwie jegliche Dynamik, Fetzigkeit aus dem Spiel rausgenommen. Unglaubliches Trauerspiel. Wir sind uns auch immer noch nicht ganz klar, ob das wirklich deren Ernst ist. Schande über Sega. Sub Rebellion PS2. Ein Shooter
unter Wasser mit einem U-Boot, wie der Titel schon andeutet. Ich hatte das Schlimmste befürchtet, zumal ich von dem Titel vorher nicht so richtig was gehört hatte und wir nur eine Vollversion bekommen haben, also überhaupt gar keine Vorabversion, war aber positiv überrascht. Hat ein paar nette Gameplay-Elemente, so könnt ihr zum Beispiel durch Druck auf die X-Taste, das habt ihr eben gesehen, so ein Sonar-Ping loslassen, womit ihr halt auch weiter entfernte Ziele mal kurz in Umrissen sehen könnt. Und es ist auch ganz hübsch anzuschauen. Summoner 2, Nachfolger des PS2-Rollenspiels von Volition, die ja auch das Red Faction 2 und auch das Red Faction 1 machen, hat denselben optischen Stil wie der Vorgänger. Gravierende Änderungen gibt es beim Kampfsystem. Das läuft jetzt mehr so Echtzeit-Gehacke-mäßig ab, indem ihr auf der Quadrat-Taste rumhaut. Ihr könnt natürlich auch blocken, aber wer will das schon? Ist ganz nett, ihr könnt mit der R2-Taste zwischen den verschiedenen Charakteren hin und her wechseln. Hier spiele ich jetzt gerade die Meuchlerin und meine Computerkollegin heilt mich während der Kämpfe immer ganz fleißig. Das finde ich praktisch. Um so vernachlässigbare Dinge wie Lebensenergie kümmere ich mich nämlich eher selten in Rollenspielen. Bin ich schon ganz froh, wenn mir das der Computer abnimmt. Superman für die PS2 sieht auf den ersten Blick natürlich ziemlich trist aus, spielt sich aber eigentlich ganz nett. Kommt ganz gut rüber, wie man mit dem guten Mann da rumfliegt. Hier soll ich jetzt gerade diesen Hubschrauber zu Fall bringen und dazu muss ich richtig schön fest gegen ihn fliegen, was ich hiermit getan habe. Wunderbar. Okay, du hast mich erwischt, Superman. Jetzt kommen die Verbrecher raus. Dieser Kerl darf mir nicht entkommen. Ich muss ihn auf die Polizeiwache bringen. Winken auch schön, dabei hätte ich sie auch so gefunden. Ich komme brav mit. Und wie sich das als gesetzestreuer Superheld gehört, liefere ich sie bei der Polizei vor der Tür ab. Das erklärt er mir jetzt auch nochmal nett. Hätte ich auch so verstanden. Leider kann man ihn nicht aus dieser Höhe fallen lassen. Oh, das habe ich jetzt nicht gesagt. Und voilà, abgeliefert. Auf zum nächsten Bösewicht. Das hier ist Tennis Master Series für die Xbox und irgendwie habe ich das Gefühl, die Tennisspiele werden mit jedem Monat schlechter. Ich weiß auch nicht. Ich spiele nur Virtua Tennis und Mario Tennis und das hat mir bisher immer gereicht. Und das hier werde ich garantiert nach dem Testcheck nie wieder spielen. Trans World Snowboarding für die Xbox. Normales 0815 Trendsportspiel. Das ist so mein erster Eindruck. Es hat alle üblichen Spielmodi, alle üblichen Trickvarianten. Ab und zu stehen Fotografen an der Strecke, wollen ein Bild von euch machen und dann solltet ihr genau zu dem Zeitpunkt möglichst coole Sachen machen. Wizardry PS2 ist ein Rollenspiel für die ganz Harten. Es hat seinen ganz besonderen Charme wegen der gezeichneten Figuren und der Art und Weise, wie es aufgemacht ist. Das kann man nur schwer hier in den kurzen Bildern rüberbringen. Ist aber natürlich technisch, gerade verglichen mit Morrowind, ganz andere Liga. Spielt sich auch ganz merkwürdig. Man braucht wahnsinnig viel Geduld. Kann man wirklich nicht jedem empfehlen. Ich hab's gemocht beim Anspielen, aber es ist wirklich nur was für beinharte Rollenspieler mit verdammt viel Geduld. So, zum Schluss des Testchecks noch WWE Raw von THQ für die Xbox. Während WrestleMania wohl anscheinend ganz gut ist, sagt zumindest Kai, ist das hier eher eine Gurke.
geht alles sehr langsam ab und sehr unspektakulär. Aber Wrestling geht mir sowieso sowas von überall vorbei, dass ich das nicht so wahnsinnig gut beurteilen kann. Aber selbst für Wrestling-Fans scheint es ein schlechtes Spiel zu sein. Zumindest wenn man auf Meinung der Experten hört. So, damit war's das. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und viel Spaß noch mit dem Rest der pickepackevollen DVD in diesem Monat.